Und starten wir jetzt hier mal. Erstmal darf ich alle recht herzlich begrüßen in der Megazoo-Filiale Düsseldorf. Wir werden heute eine Meerwasser-Live-Vorstellung geben. Das heißt, wir möchten Neuansteiger mehr an die Materie heranbringen. Wir werden mal mit diesem Becken hier kurz mal demonstrieren, dass es eigentlich gar nicht so schwer sein wird, wie die meisten halt meinen. Die Firma Aquamedic hat uns freundlicherweise für heute Becken zur Verfügung gestellt. Zwei davon, diese beiden hier, werden auch verspielt, inklusive Unterschrank, allerdings ohne Besatz, selbstverständlich. Des Weiteren wird der Megazoo Düsseldorf heute 20% Aktion geben, auf alles, was einen Stecker und eine Flosse hat. Gut, dann fangen wir einfach mal an. Wir haben einfach von der Firma Aquamedic einmal den Yasha-Tank, ein 36 Liter Plug-and-Play-System. Das heißt, der Vorteil ist, wir haben bei diesem System alles dabei. Die Becken besitzen im hinteren Teil einen Technikabteil, wo Strömungspumpe verbaut ist, Abschäumer verbaut ist, Heizstab. Wir können im Grunde genommen alles hinter dieser schönen Plexiglasscheibe alles verstecken. Der Vorteil an dem System ist, wir haben uns das ausgesucht. Es besitzt unter anderem dreimal Weißglas. Bei Weißglas ist eben das Schöne, dass wir automatisch auch eine Brillanz der Korallen sehen. Das macht in den Farben nachher einen Unterschied. Zwar bei den kleinen Becken nicht so besonders, aber schön ist es auf jeden Fall, dass es haben. Wie gesagt, einmal den Yasha, 36 Liter. Dann gibt es im Programm auch noch das große, das Blenny. Wir haben einmal das normale Blenny und einmal hier auf der Seite haben wir das Aquamedic Blenny Advanced. Das Advanced hat im Grunde genommen eine neue LED dabei. Wir haben hier 50 Watt LED. Die können wir hier so schön hochklappen. Dann kann man dann noch besser arbeiten später. Ansonsten ist das Becken eigentlich mit dem alten im Grunde genommen identisch. So, was brauchen wir eigentlich alles? Die Meerwasser-Aquaristik ist das Wichtigste, das Wasser. Da ist es hier nicht so einfach wie im Süßwasserbereich, wo wir einfach sagen, wir nehmen Leitungswasser rein, sondern hier müssen wir schon aufbereitetes Wasser benutzen, bestmöglichst. Das heißt, wir würden im Grunde genommen entweder eine Osmoseanlage benötigen oder eben einen Vollentsalzer. Oder wir können natürlich auch hingehen, da oben diese schönen blauen Kanister nehmen, aus der Megazoo-Filiale hier, und können uns das Wasser abfüllen lassen und hier direkt abzapfen. Ich zeige mal ganz kurz eine Osmoseanlage. Das wäre dann eine Osmoseanlage. Die müssten Sie natürlich zu Hause irgendwo an Ihren Wasserhahn anschließen. Bestmöglich wäre natürlich ein Waschmaschinenanschluss oder halt eben, es gibt auch Adapter hierfür, die man dann auch an eine Dusche anschließen könnte oder an ein Wasserhahn. Die Osmoseanlage ist im Grunde genommen, wird das Wasser komplett voll entsalzt. Hierhinter sollte man dann noch einen Harzfilter schalten, um auch noch die restlichen Silikate zu entfernen. Und dann haben wir im Grunde genommen reines Wasser, was wir dann später mit Meersalz, mit synthetischem Meersalz wieder aufbereiten müssen, um uns das Wasser für die Becken herzustellen. Die vollen Salze haben wir momentan zur Demonstration keinen hier, aber das ist im Grunde genommen das gleiche Prinzip, nur dass wir hier im Prinzip keine Membran drin haben, die uns noch Schwermetalle oder sonstige Sachen rausholt, sondern das bleibt halt alles drinnen im Wasser und das Wasser wird halt im Grunde genommen nur vollen Salz. Oder eben, wie gesagt, die Möglichkeit hier in der Familie, in der Filiale abzuholen. Dann auch mal im Grunde genommen das Wasser anzusetzen, Meersalz. Wir nehmen jetzt mal so ein kleines Päckchen, gibt es auch von der Firma Aquamedic. Das Salz wird einfach laut Angabe angerührt, das heißt bei den kleinen Becken wird es einfach umgerechnet, wie viel Liter Wasser habe ich, wie viel Salz muss da rein. Das ist alles hinten drauf geschrieben, ist eigentlich auch recht kinderleicht. So, dann gehen wir weiter mal zum Aufbau. Das Becken aufzubauen ist im Grunde genommen auch nicht schwierig. Wir haben das alles schon mal etwas vorbereitet. Das gibt es dann im Grunde genommen später, wird es im Internet noch zu sehen geben. Wir haben ein Unboxing-Video gemacht, wo wir im Grunde genommen mal zeigen, wie das zusammenbaut. Aber im Grunde ist das eigentlich alles relativ einfach. Wie gesagt, die Komponenten werden nur zusammengesteckt. Es wird alles hier hinten reingepackt. Die Lampen kommen drüber. Später haben wir dann hier unten die Netzteile drinnen, im Grunde genommen. Die Strömungspumpe ist regelbar. Das heißt, wir können die Geschwindigkeit einstellen nachher.
Bei diesen Racks sind die LEDs, bleiben die in einer Stärke. Man kann sie natürlich separat schalten, wenn man möchte, aber auch nur an und aus. Bei dem neuen Handy Advance wäre es sogar möglich, da gibt es noch einen Controller für, wo wir im Grunde genommen auch noch Wolkenflugsimulationen, Mondphasensteuerung machen könnten. So, jetzt gehen wir mal weiter hin zur Einrichtung. Mit dem Becken, wir gehen jetzt mal davon aus, das Becken steht jetzt schon hier. Wir mussten das leider alles etwas vorbereiten, weil das Problem mit der Meerwasser-Aquaristik ist. Wir sehen, selbst dieses Becken ist noch nicht ganz glasklar geworden, obwohl es schon seit 3 Stunden steht. Deswegen haben wir uns kurzfristig umentschieden, das schon mal so weit vorzubereiten. Also wir sagen jetzt einfach mal, das Becken wäre im Grunde genommen leer. Ja, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, da wäre nichts drin. So, dann sieht das im Prinzip wie folgt aus. Der Ablauf wäre, man würde hier unten drunter eine kleine Hartschaumplatte ins Becken reinlegen. Das machen wir aus folgendem Grunde, weil das Lehmgestein, das später hier reinkommt, sollte nicht direkt auf der Glasplatte stehen. Also, wir legen zuerst die Hartschaumplatte rein. Wenn wir die Hartschaumplatte haben, dann nehmen wir uns im Grunde genommen Lehmgestein. Lehmgestein ist in der Meerwasser-Aquaristik, wie wir uns das vorstellen, der Filter. Ja, im Süßwasserbereich haben wir Filtersysteme, die mit Schaumstoff arbeiten, mit sonstigen Zusätzen. In der Meerwasser-Aquaristik wird eigentlich nur das Lehmgestein geströmt. Das heißt, ein Meerwasserbecken muss, wie auch im Meer, eine riesige Strömung haben. In der Regel sagt man, dass man mindestens die 5-fache Strömung haben sollte, beziehungsweise Umwälzung innerhalb des Beckens, damit das Gestein ordentlich durchspült wird, weil das ist im Grunde genommen unser Filter. Lehmgestein gibt es natürlich dann, wie gesagt, auch hier in den Filialen. Lehmgestein sieht im Grunde genommen so aus. Das heißt, das Lehmgestein, das kommt auch tatsächlich aus dem Meer. Hier ist alles an Biologie drin, hier sind kleinste Bakterien drinnen, die im Prinzip später unsere Filtration übernehmen. Dafür ist es halt eben sehr wichtig. Man kann solche Systeme auch mit Totgestein anfahren, das kann man auch machen. Es dauert nachher alles in allem nur etwas länger. Wenn wir jetzt mit Totgestein ansetzen, so ein Becken, bis die ganzen Bakterien und sich gebildet haben im Grunde genommen, vergeht eine riesige Zeit, deswegen würden wir eigentlich immer empfehlen, Lehmgestein im Laden zu benutzen. Damit haben wir eigentlich sehr gute Erfolge erzielen können bis jetzt. So, das Lehmgestein, wenn wir das haben, das packen wir dann zuerst in das Becken rein. Ja, das heißt, wir positionieren das, so wie wir es jetzt hier auch gemacht haben. Wir können auch hingehen und das Ganze noch verkleben. Wir haben es jetzt heute mal nicht verklebt. Normalerweise würden wir das Ganze auch noch mit Riffmörtel verkleben. Das heißt, wenn wir solche Steinaufbauten machen, wie jetzt in dem Beispiel hier oder wie wir es auch hier sehen, das sind alles einzelne kleine Steine, die übereinander stehen. So, die Geschichte dabei ist einfach die, es kann ja mal passieren, dass ich beim Hantieren im Becken einen Stein antippe und dann fällt das ganze Ding zusammen und es fällt durch die Seitenscheibe durch. Also gehen wir hier immer hin und verkleben die mit sogenannten Riffmörtel. Der lässt sich eigentlich recht gut verarbeiten. Man kann das Ganze auch draußen verarbeiten. Man muss es nicht innerhalb des Beckens machen. Wir können also draußen in so eine Riffsäule im Grunde genommen komplett zusammenbauen und später dann ins Becken einsetzen. Wie gesagt, wichtig ist nur die Reihenfolge wieder. Steine rein auf die Hartschaumplatte. Dann kommt im Grunde genommen der Sand. Wir haben hier auch von Aquamedic, wir haben ja alles. Ist ja klar. Gibt es dann einmal Sand in verschiedenen Körnungen. Der Markt sagt uns das hier gerade mal. Da können wir uns das im Grunde genommen aussuchen, welche Körnung wir haben wollen. Am besten ist natürlich, wenn man eine recht feine nimmt, weil der Sand sich nachher dann oben im Prinzip abschließt. Der wird im Grunde genommen ja nicht der nachher eine Oberfläche, die relativ dicht zusammenliegt und dann verwirbelt er nichts. Später, wenn wir etwas Mulm haben, der sich hier absetzt in den Ecken, haben wir mit einem feinen Sand immer den großen Vorteil, dass alles weggeströmt wird und wenn wir Glück haben, hier oben über den Oberflächenabzug rausgezogen wird und durch die Filterkammer kommt und wir die ganzen Rückstände im Prinzip nahezu rausfiltern können. Gut, wenn wir die Steine drin haben, wie gesagt, da kommt einfach der Sand drumherum. Wichtig ist, dass die Steine auf der Hartschaumplatte stehen und der Sand später drumherum kommen sollte. Also nicht umgekehrt machen, es ist nicht ganz so schlimm, aber es ist so, dass die Steine unten drunter meistens Hohlräume haben
Und wir haben im Grunde genommen das Glück durch die hohe Strömung, dass wir unten drunter die Steine noch durchspülen. Deswegen die Steine am besten auf die Handschaumplatte und den Sand nur leicht drumherum. Hier vorne kann der überall verteilt werden. Und unter den Steinen sollte man schauen, dass es darunter eigentlich frei bleibt. So, dann haben wir im Grunde genommen den Sand drin. Dann käme jetzt das Wasser. Wie gesagt, bei so einem Kleingeld ist das natürlich relativ einfach. Da kann ich hier in die Filiale gehen und hole mir dementsprechend 40 Liter Wasser. Wir haben hier die Möglichkeit, wir können einmal ganz frisches Wasser hier nehmen, direkt aufgesalzen. Das bekommt man hier auch in der Megatief-Filiale. Oder halt eben, ich nehme Osmosewasser, kaufe mir noch Salz dabei. Weil ich muss ja auch später daran denken, dass ich im Grunde genommen immer einen kleinen Salzvorrat zu Hause habe, wenn ich mal einen Wasserwechsel machen muss. Nur, man muss hier ganz einfach entscheiden und sagen, wir müssen mal schauen, ein Becken in der Größe mit 80 Litern, da würde ich mir vielleicht noch eine Osmoseanlage anschaffen. Sind nicht ganz so teuer und man hat das Wasser halt immer zu Hause. Bei den ganz kleinen Becken würde ich persönlich vielleicht auch so verfahren, dass ich wirklich sage, ich gehe mir da mein Wasser holen. Ja, man kann auch zur Not destilliertes Wasser nehmen, das würde da auch funktionieren. Und bei so kleineren Mengen ist es im Grunde genommen kein Problem. Dann kriegen wir das eigentlich hin. So, dann wird dann im Grunde genommen das Wasser aufsalzen, füllt es in das Becken ein. Wir sollten da natürlich dann später beachten, wo ich hier die Höhe habe. Wir haben hier genau eigentliche Wasserstände einzuhalten. Das können wir nachher, wenn das ganze System angeworfen wird, ist ja hier die Strömungspumpe drin. Diese transportieren uns bei dem System jetzt hier das Wasser raus aus der Kammer. Und hier hinten über den Oberflächenabzug läuft es wieder zurück in die Kammer und wird im Grunde genommen hier hinten durch den Filter durchgeleitet. So, dann wird dieses ganze System im Grunde genommen einfach erstmal laufen gelassen. Das Ganze nennt sich in der Meerwasseraquaristik die Einfachphase. Das heißt, wenn wir jetzt die Steine bekommen, die Steine kommen zum Teil meistens irgendwo aus Indonesien, müssen wir jetzt rechnen, sind die auf dem Flug dahin, sind einige Sachen mit Bakterien darauf abgestorben. Das heißt, diese Steine werden im Grunde genommen, sind da einige Sachen schon darauf abgestorben. Das heißt, wenn wir die Steine ins Becken reinpacken, würde es so aussehen, dass die Bakterien, die mit der Zeit verrotten da drauf und die ganzen Rückstände, teilweise Algenrückstände, Korallenrückstände, das sind alles Sachen, die im Grunde genommen noch absterben werden. Und dann wird das Becken im Grunde genommen, wird sich das Gestein verändern. Die Becken werden in der Einlaufphase in der Regel braun. Später wird es grüne Algen geben. Wir können dann in dieser Einfahrphase, gibt es verschiedene Methoden, entweder lasse ich das Becken einfach durchlaufen und warte, bis es fertig ist. Oder halt eben, ich gehe halt hin, das machen wir halt heute in der Regel. Wir arbeiten etwas dagegen an. Das heißt, wir setzen höhere Algen bereits im Verlauf der Einfahrphase ein und gehen dann auch schon hin und setzen dann halt ganz leichte Weichkorallen, die extrem einfach zu halten sind, auch schon im Vorfeld ein. Die gehen im Grunde genommen rein und holen uns Nitrate und Phosphate aus dem Wasser mit raus. Das heißt, wir können gegen einige Sachen direkt mit ansteuern, um das Ganze etwas zu verschnellern. Das heißt, man kann so ein Becken im guten Verlauf bereits nach 14 Tagen bis 3 Wochen rum aus der Einfahrphase wieder raus haben. Wenn die Einfahrphase vorbei ist, dann gehen wir im Grunde genommen hin und setzen die sogenannte Cleaning Crew ein. Cleaning Crew, das bedeutet, es sind Schnecken, die uns die Scheiben wieder frei machen. Es sind kleine Einsiedlerkrebse im Grunde genommen, die Algen, die gewachsen sind aus dem Gestein, zum größten Teil halt wieder abfressen. Und dann ist das Becken im Grunde genommen bereit, um mit Korallen besetzt zu werden. Dazu muss natürlich auch bedingte Wasserwerte sollten im Vorfeld gemessen werden. Dafür gibt es auch sogenannte Wassertests. Wir prüfen das Wasser im Grunde genommen nach der Einfahrphase durch. Die meisten Leute, denke ich mal, werden es nicht selber machen. Die werden wahrscheinlich irgendwo in den Laden gehen, vielleicht hier im Megazoo, werden sie einmal ihr Wasser messen lassen. Und wenn wir das Wasser gemessen haben und der Händler sagt uns, es ist okay, gewisse Werte sind im Normbereich, dann gehen wir im Grunde genommen hin und können das Becken mit Korallen besetzen. Hier geht man im Grunde genommen dann hin und sagt, wir fangen erstmal mit kleinen, leichten an. Ich muss auch noch dabei sagen, dass diese Systeme hier nicht für alle Korallen geeignet sind.
Das heißt, wir haben bei dem System hier zum Beispiel das Problem, dass die Beleuchtung jetzt nicht extrem stark ist. Das heißt, es sind eigentlich schon Anfängerbecken, auch für Anfänger geeignet. Das heißt, wir werden hier einen Korallenbestand, die sind im Prinzip unterteilt in Weichkorallen, LPS-Korallen und SPS-Korallen. Die SPS-Korallen sind natürlich die, die am schwierigsten zu halten wären. Die könnten wir dann natürlich vielleicht in dem Lenny Advanced-System versuchen, weil da haben wir auch dementsprechend stärkere Lampe. Da ist es auch schon möglich, bedingt einige SPS-Korallen zu halten. Aber wie gesagt, wir fangen ja erstmal alle klein an. Da sind gerade keine SPS-Korallen, wir zeigen aber gerne eine SPS-Koralle. Ich hole mal gerade eben eine. Wir haben ja das große Glück, dass wir alles hier haben. So, das hier zum Beispiel wäre dann eine SPS-Koralle. Ja, also Steinkorallen, die SPS, das sind die kleinpolypigen Korallen. Die LPS sind die großpolypigen, das sind meistens die richtig schönen bunten. Was? SPS-Korallen gibt es natürlich auch eine ganze Menge bunte. Aber wie gesagt, die bewegen sich natürlich nicht. Die sind halt eben steinhart. Und ich würde einfach mal sagen, aufgrund, sind wir jetzt mal einfach von Anfängerbecken, wir wollen es ja heute machen, um es einen Anfänger zu erleichtern, würde ich einfach sagen, wir gehen im Grunde genommen bis zum LPS-Korallen hin. Das ist halt eben alles, was sich bewegt. LPS sind zum Beispiel hier vorne diese bunten Scheiben hier. Das sind halt Scheibenanemonen, aber das sind alles Sachen, die sich ein bisschen dynamisch im Wasser bewegen. Und die Steinkorallen sind ja im Prinzip recht statisch, das heißt, die bleiben ja immer in einer Position und wachsen dann nachher in die Verästelungen aus. Wäre aber, wie gesagt, auch machbar mit dem System auf jeden Fall, mit diesem hier halt bedingt. Da muss ich mir dann halt eben einen Aufbau machen, wo ich halt eben sage, ich fange halt unten an, mache mir meinen Boden unten im Grunde genommen fertig, mit irgendwelchen kleinen, als Beispiel mit den Scheibenanemonen, oder halt eben Wustensteine, kann man da unten auf den Boden setzen. Und gehe dann halt nach oben etwas höher, alles, was etwas mehr Licht benötigt im Grunde genommen, wird dann halt eben weiter nach oben positioniert. Wir können auch hier im Grunde genommen die ganzen Spots auch ein bisschen ausrichten. Das heißt, wir können also auch sagen, wir stellen uns jetzt hier drei Steinkorallen rein und sagen, okay, dann gehen die Spots halt hauptsächlich erstmal auf die Steinkorallen drauf. Bedingt funktioniert es auch. Es ist nur halt nicht ein super optimales System. Ja. So, dann wird im Grunde genommen das Becken nachher, wenn wir das besetzt haben, wird sich die Wasserwerte im Grunde genommen werden sich immer weiter stabilisieren. Man kommt ja auch nachher immer wieder dahin, das System auch im Grunde genommen besser kennenzulernen. Das haben wir irgendwann, hat es ja jeder im Griff. Man weiß, das ist, wie sie das machen. Man muss natürlich auch immer darüber denken, wie pflegeintensiv ist so ein Becken überhaupt. So, im Grunde genommen bei diesem kleinen System hier, bei dem zum Beispiel, ist es eigentlich relativ einfach. Das heißt, wir haben im Grunde genommen eine Wasserverdunstung, die ganz normal ist, die müssen wir auch, wie gesagt, jeden Tag ausgleichen. Also wir machen uns hier im Grunde genommen immer einen Strich an eine Position, mit einem weißen Henning zum Beispiel. Und da sollte man halt immer schauen, dass ich meinen Wasserstand da halte. Denn die Technik ist natürlich auch immer eine Geschichte, der Abschäumer, der kann nur auf einen gewissen Wasserstand arbeiten. Und wenn ich den nicht immer wieder nachstellen will, muss ich halt eben das Wasserlevel auf einem Niveau halten. Das heißt, wie pflegeintensiv ist so ein Berg? Im Grunde genommen ist es nicht viel. Das heißt, ich muss täglich nachgucken, dass mir im Grunde genommen, dass die Technik zum einen funktioniert, dass wir keine Ausfälle im Heizstab oder sonst wo haben. Der zweite Punkt ist halt, das Osmosewasser sollte immer nachgefüllt werden. Hier sollte ich natürlich bestmöglich auch immer einen kleinen Vorrat zu Hause haben. Ja, dass ich mir halt immer in der Beckengröße reichen 10 Liter Kanister, dann habe ich eigentlich immer genug da. Und dann sollte man eigentlich hingehen, da gibt es jetzt verschiedene Varianten. Wir gehen jetzt einfach mal auf das Einfachste. Das Einfachste ist, das heißt, die Korallen verbrauchen ja auch Elemente im Wasser. Das heißt, die brauchen Magnesium, Calcium, das verbrauchen die halt.
Und diese Elemente müssen wir auch dem Becken wieder nachgeben. Bei diesem kleinen Becken würde ich ganz einfach auf die Variante des Wasserwechsels verweisen. Das heißt, wir sollten in der Regel einmal die Woche 20% Wasserwechsel machen. Das heißt, wir nehmen im Grunde genommen, gehen wir jetzt halt hin, nehmen uns 8 Liter im Schnitt raus, mischen 8 Liter Osmosewasser mit frischem Salz an und packen es wieder zurück ins Becken. Über die Weise sollten wir die kleinen Becken eigentlich von den Elementen her immer gut versorgen können. Das heißt, alles, was verbraucht wird, geben wir im Grunde genommen durch den Wasserwechsel wieder hinzu. Man kann dann natürlich noch auf einzelne Elemente reingehen, dazu gibt es noch Pflegeprodukte, Zusatzprodukte, um halt dementsprechende Kalziummangel, Magnesiummangel nach im Prinzip vorzubeugen und das halt eben auszugleichen. Aber in der Regel kommen wir mit so einem kleinen System einfach mit dem Wasserwechsel. Bei den kleinen Systemen haben wir den Vorteil, es war früher halt in der Meerwasseraquaristik nicht möglich, solche kleinen Becken zu fahren, weil es einfach technisch und von den ganzen Mitteln her nicht machbar war. Da aber heutzutage die steigenden Strompreise uns alle immer mehr in die Richtung Nano drängen, sind natürlich solche Komplettsysteme wie hier von Aquamedic eigentlich schon von Vorteil. Ich glaube, dieses System, meine ich mal, das hatte, glaube ich, einen Komplettverbrauch von 20 Watt, so wie es hier steht. Ja, also das ganze Ding verbraucht im Grunde genommen bloß 20 Watt. Das System hier lag meines Erachtens nach bei ungefähr 30 Watt. Und das natürlich schätzungsweise bei 80 Watt, weil hier alleine die LED dann auch schon wieder 50 Watt mehr verbraucht. Im Grunde genommen. Das heißt, als Einsteiger Becken sind diese Systeme natürlich erstmal super. Man muss sich natürlich ganz explizit an einige Sachen halten. Man sollte halt die Wasserwerte im Auge behalten. Man sollte den Wasserwechsel nicht vernachlässigen, weil, ich möchte das mal ganz einfach sagen, so ein kleines Stück Öl ist wesentlich anfälliger, als wenn ich 1000 Liter mehr Wasserbecken hätte. Wenn ich da einen kleinen Fehler mache und beachte einige Sachen nicht, fällt das nicht so stark ins Gewicht. Bei den kleinen Systemen sieht das natürlich etwas anders aus. Wenn wir hier alleine schon am Tag rechnen und wir würden jetzt hier irgendwo über ein oder zwei Tage 2-3 Liter Wasser verlieren, dann verändert sich sofort auch die Dichte des Wassers, weil das Salz bleibt drin, das Wasser verdunstet uns ja im Grunde genommen. Und das kann bei einigen Korallen natürlich auch zu Problemen führen. Und daher sollte man also schon relativ sorgfältig damit umgehen. Und ich meine, wir reden ja auch hier, jede Koralle ist ja ein Tier, die leben ja auch. Ja, auch wenn sie da nicht unbedingt im Handel unterzählen. Aber wir sollten schon auch der Korallen wegen, wenn wir halt eben so ein kleines Stück Riff bei uns im Wohnzimmer stehen haben wollen, auch auf solche Sachen halt eben achten. Das heißt, ich muss so ein Becken schon immer wieder kontrollieren. Es ist eine Geschichte, die nicht mal eben so alleine läuft. Bei einem Süßwasserbecken ist es nicht so tragisch, da verdunstet etwas Wasser und es macht, wie gesagt, nichts aus. Und hier ist es natürlich in dem Fall, sinkt das Wasser zu stark ab, funktioniert die Technik nicht mehr richtig. Im Prinzip die Abfallstoffe werden nicht mehr abtransportiert, weil der Abschäumer nicht mehr funktioniert. Die Förderpumpe im Grunde genommen, die Strömungspumpe, bringt uns die Luftblasen rein, was auch nicht so gut ist in der Meerwasser-Aquaristik. So, und aus dem Grunde muss man auch im Vorfeld sich darüber im Klaren sein, dass man schon täglich, ich sag mal ungefähr 15 Minuten für das Becken schon opfern sollte und am Wochenende vielleicht ungefähr eine Stunde bis anderthalb, wenn man dann halt einen Wasserwechsel macht, was man natürlich auch mit der Zeit immer wieder schneller hinbekommt. Ja, gibt es sonst noch Fragen? Salzwasser drin, wenn du magst, darfst du gleich probieren.
mal einen Finger reinhalten. Lassen uns mal, ob das süß oder salzig schmeckt. Ne? So, wir haben also hier Salzwasser drin, das heißt, die Becken werden in der Regel, das nennt sich spezifische Dichte. Das heißt, wir haben hier eine Dichte von 1,023. Das ist halt aufbereitetes Osmosewasser. Das heißt, wenn wir also jetzt mehr Wasser herstellen wollen, direkt für das Becken, dann sieht das im Grunde genommen so aus, dass wir eine Osmoseanlage nehmen oder ich hole mir hier Osmosewasser. Osmosewasser ist im Grunde genommen nichts drin. Das ist reines, klares, voll entsalztes Wasser. Da ist nichts mehr drin. Und da wird dann im Grunde genommen das Salz reingemischt und dann haben wir Salzwasser. Das kann man hier aber auch erwerben. Also gibt's das Basiswasser, womit ich starte, womit das erste Becken quasi gefüllt wird und dann das nachbereitete Wasser, was einfach dazu. Beides kann man hier in der Filiale bekommen, genau. Das tägliche, das Osmosewasser. Das heißt, man muss sich jetzt vorstellen, wenn ich über den Tag, werde ich eine Verdunstung haben. Das heißt, unser reines Wasser, das reine Wasser, das verdunstet. Das Salz bleibt aber drinnen. Jetzt mal ganz, ganz simpel erklärt, wenn ich so ein Becken jetzt komplett verdunsten lasse, bleibt mir hier unten drunter im Prinzip das Salz liegen. Das, was ich da mal reingemischt habe. Deswegen müssen wir tagsüber jeden Tag das verdunstete Wasser mit Osmosewasser nachfüllen, sprich, wo kein Salz drinnen ist. Und das Meerwasser, das ist nochmal separat. Das ist, wenn man jetzt eine Erstbefüllung macht. Ne? Das kann man jetzt theoretisch, Sie könnten jetzt hingehen und sagen, ich nehme jetzt so ein Becken mit. Ich nehme mir den Stein mit. Die Hartschaumplatte müssen Sie sich natürlich vorher noch besorgen. Ja, und dann könnten Sie, ist das richtig, dann könnten Sie im Prinzip da oben die blauen Kanister nehmen, fragen dann hier unseren Abteilungsleiter Otte, der packt dann im Grunde genommen 40 Liter Wasser ein, oder machen wir mal knapp 35, und dann könnten Sie das Becken zu Hause bereits direkt mit dem richtigen Wasser befüllen. Das ist machbar. Und wenn man zum Beispiel in den Urlaub fährt, hatten wir quasi bei unseren Wasserkarren das immer so gemacht, dass ich da zwei Eimer rausgenommen habe, da sonst immer einmal die Woche war immer nur ein Eimer rausgenommen zum Teil. Ja. Nein, im Prinzip, wenn Sie jetzt im Urlaub gehen, ich meine wir alle, wir haben Becken zu Hause, wir sind ja auch mal im Urlaub und wir sind auch mal zwei oder drei Wochen im Urlaub. Ich sage mal so, man kann das alles natürlich auch automatisieren. Das funktioniert auch. Man kann eine Nachfüllanlage einbauen, es ist halt immer nur eine Kostenfrage. Ich sage ganz ehrlich, wenn ich so ein kleines Becken habe und ich fange da jetzt an, ein riesen Equipment aufzubauen, das rechnet sich wahrscheinlich nicht. Es ist aber machbar, ich denke einfach mal, wenn Sie in den Urlaub fahren, ist mit Sicherheit irgendjemand da aus der Nachbarschaft, der danach gucken wird. Und den kann man eigentlich ganz einfach erklären. Wie gesagt, wir machen das immer mit einer Markierung, hier wird ein Strich gemacht. So kann ich demjenigen halt erklären, pass auf, du musst jeden Tag das Osmosewasser, das was verdunstet ist, wieder nachfüllen bis zum Strich. Mehr muss derjenige dann gar nicht können. Und den Wasserwechsel, den muss ich nicht zwingend jede Woche. Ja? Also man muss immer davon ausgehen, wie gesagt, die Korallen verbrauchen nachher Elemente. Wir wissen aber nie, wie viel wir jetzt, welche Mengen es sich da handelt. Es kann also mal sein, die wachsen eine Zeit lang extrem, dann ziehen die Nährstoffe, eine Zeit lang wachsen die weniger, dann ziehen die dementsprechend auch wieder weniger Stoffe. Das heißt, da haben wir im Grunde genommen auch nicht unbedingt die Notwendigkeit zu sagen, wir müssen jede Woche diese Wasserwechsel machen. Das Becken kann auch mal laufen, mal zwei Wochen ohne den Wasserwechsel. Ja, das ist auch möglich. Nein, im Prinzip, in der Regel wird sie, ja, die wird mit der Zeit, würde die grün werden. Ja, aber da reden wir wahrscheinlich jetzt von 4-5 Wochen. So lange ist ja normalerweise jetzt auch keiner im Urlaub und ansonsten müsste halt die Urlaubsvertretung da auch hingehen und die Scheibe dann halt mal sauber wischen und wieder drüber hinschreiben. Kann man aber auch machen, um die Verdunstung etwas einzudämmen, wobei man auch immer bedenken muss, wenn ich eine Scheibe drauf mache, dann steigt mir das Wasser hier runter, wir haben ja keinen Luftaustausch mehr. Das heißt, das Wasser setzt sich unter die Scheibe und die Salzverkrustungen lagern sich auf der Scheibe ab. Dadurch haben wir wiederum, das Licht wird halt weniger
und. Also von Vorteil ist es nicht unbedingt, eine Scheibe darauf zu bringen. Deswegen sind die Systeme auch meistens offen. Ja, sonst noch irgendjemand Frage? Keiner? Ich sag mal, oder sonst wolltest du mal was dazu sagen, wer ist hier der? Ja, welche Art von Fischen kann man halten? Alle, die halt im Meer klarkommen, Seepferdchen auch beispielsweise, was ist halt eben der Fisch? Das ist eine Glaubensfrage, ganz klar. Es ist ganz einfach so, dass natürlich Fische, gerade Riffische, ganz andere Ansprüche an den Lebensraum haben. Wenn man es einfach mal so nimmt, diese gelben und blauen Doktorfische, die schwimmen 30, 40, 50 Kilometer am Tag und sollen dann, das ist meine Meinung, das gibt andere Quellen, sollten dann auch Becken höchstens 800 Liter aufwärts haben. Das sind 80 Liter. Das sind 600 Liter, das wird gehen. Ja. So, natürlich sind Doktorfische dann auch Fische, die werden 30 cm lang. Es gibt aber sicherlich schon eine Alternative, gerade hier für diese 80 Liter Becken, wo es wirklich nadelgerechte Fische gibt. Blaustreifen, Seenadel zum Beispiel, die sind ein paar, kleine Korallenmunde, kleinere Kuppelarme. Was ich persönlich, sei es eine Schmacksfrage, verschiedene Krebse, Krabben etc. Man sieht Garnelen und Wirbellose, also dieses kleine Becken, muss man ganz fairerweise sagen, würde ich persönlich einfach wie mit schicken Garnelen, es gibt diese schicken Sexy Shrimps, die man mit ihrem Hintern wackeln, die sind dafür im Prinzip sehr gut geeignet. Dann gibt es noch weitere kleinere Garnelenarten, das wäre eigentlich die optimale Besetzung. Ich könnte also hier maximal eine kleine Nano-Runde, vielleicht zwei, es gibt ganz kleine Nano-Runde, die werden aber wirklich nur 2 cm groß. Sowas könnte man hier reinpacken. Man muss dann dazu schon ja, klar. Mein Lieblingssatz, einige Leute kennen die Fische, gleich Futter, gleich Kacke, gleich Futter. Die Nährstoffe, die wir halt dort reinbringen für die Fische, müssen dafür das System raus. Die Korallen wachsen nicht, beziehungsweise gehen sogar ein, wenn es Nährstoffe gibt, zu hoch im Wasser. Das kann ich irgendwann mit dem reinen Wasserwechsel wieder beherrschen. Deswegen muss man auf jeden Fall Nährstoffe einfragen, also auch die Fütterung beschränken. Das ist im Gegensatz zum Süßwasser einfach ein bisschen kniffliger. Die Sachschicht ist mehr Wasser als im Süßwasser. Die Süßwasserbecken, 200 Liter, kann man ungefähr ausrechnen. Die man ja, würde 200 Liter Meerwasserbecken nicht anwenden. Dafür wird es schön reingeschickt. Großen Buschen, teilweise auch so rund. Das ist der Lutz. Also diese Mörderbuscheln, was es ja sind, das sind Tiere, die werden in der Freiheit bis zu 1 Meter lang. Das sollte man halt auch bedenken. Wer dann noch nicht ungefähr was für 20 Meter lang, brauchen sehr sauberes Wasser, haben sehr hohe Ansprüche an Lichtqualität. Und deswegen geht es hier in den größeren Becken, denke ich, in den kleinen auf keinen Fall. Ja, man muss im Grunde genommen das so sagen, wie gesagt, das ist ein absolutes Einsteigerbecken, damit kann man anfangen, man kann seine Erfahrungen damit sammeln. Man kann dann natürlich von den Tieren her gesehen, es gibt immer zwei Menschen in der Meerwasser-Aquaristik. Ich persönlich bin jemand, der mehr auf die Korallen steht. Also ich habe zu Hause ein Becken, wo eigentlich zu 98% nur schöne Korallen sind. Das Ding ist einfach schön bunt, alles bewegt sich, ja. Das finde ich halt eben toll. Und dann gibt es natürlich die anderen Leute der Meerwasser-Aquaristik, die einfach auf die Fische aus sind. Die einfach sagen, ich finde die ganzen tollen runden Fische super, ich möchte halt viele Fische haben. Nur wie gesagt, dann wird das Ganze halt eben sehr pflegeintensiv, weil die Fische verunreinigen das Wasser. Ich komme irgendwann mit dem Wasserwechsel gar nicht mehr nach, ja, weil ich kann die Werte einfach nicht mehr halten. Diese Systeme werden es nicht schaffen, uns das komplett alles sauber zu machen. Daher muss ich schon im Vorfeld einfach sagen, was ich machen will. Sie sprachen gerade zum Beispiel Seepferdchen an. Das wäre in dem 80-Liter-Becken auch schon möglich. Allerdings muss man immer, zwei Sachen unterscheiden. Wir haben jetzt hier Riffbecken aufgebaut. Das heißt, es sind Becken mit einer hohen Strömung, wo am Tag viel Umwälzung ist.
wenn wir ein Seepferdchenbecken haben wollen, die Seepferdchen kommen in so ein Becken gar nicht klar. Weil die Seepferdchen, die brauchen im Grunde genommen dann ein Becken, was wesentlich ruhiger ist, was zwar auch eine hohe Umwälzung hat am Tag, aber halt nicht so eine starke Strömung. Und bei Seepferdchen würde das Becken halt komplett anders gestaltet werden. Es gibt einmal ganz kleine Mini-Seepferdchen, ganz, ganz kleine gibt es, die würden sich dann zum Beispiel in Gorgonien reinsetzen. Das wären dann Gorgonien, das sind im Prinzip diese Äste hier. Da würden die sich im Prinzip drumherum schwingen. Die gibt es, die sind aber halt eben, wie gesagt, sehr selten, dementsprechend sehr schwer zu halten. Wenn sie jetzt dann auf die normalen Seepferdchen gehen, die man häufiger im Handel bekommt, die würden sich im Grunde genommen, die leben in den Seegrasfeldern, sprich, wir müssen denen im Grunde genommen ein Seegrasfeld geben. Die würden sich dann im Prinzip, könnten wir jetzt hier lange Algen im Prinzip freuen, wo die sich dann rumschlingen können und den ganzen Platz nicht mehr festhalten. Allerdings muss ich dazu sagen, Seepferdchen sind dann zusätzlich nochmal sehr, sehr pflegeintensiv. Bei den Seepferdchen ist es so, die können nicht was zu sich nehmen und das für eine längere Zeit verarbeiten im Körper, sondern das heißt, dass die reinnehmen und relativ schnell wieder raus. Das heißt, die müssen tagsüber sehr, sehr viel futtern. Die müssen am Tag zwischen, ja, ich würde mal sagen, 4 bis 7 Mal am Tag müssen die gefüttert werden. Zum Teil auch mit lebendem Futter, was auch nicht überall und immer mal eben zu bekommen ist. Es ist eine schöne Sache, aber sehr, 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 sehr pflegeintensiv. Machbar wäre es, keine Frage, aber es ist auch nicht so einfach. Nichts für Einsteiger. Genau. Also ich würde ganz klar erstmal mit so einem Becken anfangen und würde erstmal mit den Korallen gucken und gucken, wie komme ich überhaupt mit dem ganzen System klar. Komme ich damit zurecht, mit dem Wasserwechsel und, habe ich diese ganzen Werte und alles im Begriff. Und dann, es ist leider so, wir sagen so schön, zum Meerwasser, das ist der Salzvirus. Wenn einen der Salzvirus einmal gepackt hat, dann wird wahrscheinlich, fangen Sie mit einem 80 Liter an, dann werden Sie wahrscheinlich relativ schnell nach 3-4 Monaten sagen, oh, ich brauche doch ein größeres Becken. Und dann haben Sie dann ein 150 Liter Becken da stehen und aus dem 150 wird ein 250 Liter Becken. Und ja, so wird es wahrscheinlich immer weitergehen, müsste jetzt irgendwann eine Grenze erreicht haben, wo es sich auch von den Energiekosten her nicht mehr. Ja, aber man muss halt immer überlegen, große Systeme, der größte Verbraucher ist im Prinzip die Beleuchtung. In der heutigen Zeit haben wir LED-Lampen zur Verfügung. Problem ist halt eben nur mit den LEDs, je nachdem wie viel ich davon brauche, bin ich mal ganz schnell ein paar tausend Euro nur für die Beleuchtung. Ich spare dann zwar Geld, aber das wahrscheinlich erst nach 10 Jahren. Also ich würde erstmal, wie gesagt, jedem Einsteiger empfehlen, ganz klein anzufangen. Einfach mit Weichkorallen, mit einfachen LPS-Korallen. Da gibt es in der heute, wir sehen das ja an den Becken, es gibt super tolle Farben heutzutage, was es an der Auswahl halt hergibt. Da würde ich wirklich erstmal anfangen mit Weichkorallen, SPS-Korallen, alles was leicht zu halten ist. Wenn ich mich dann in die Materie dementsprechend richtig eingearbeitet habe, also wir sind ja auch, wir treiben ja ein Forum im Prinzip, man kann sich auch gleich gerne noch an unserem Infostand nochmal genauer darüber informieren, da wird es dann auch noch einige Tipps und Tricks geben. Wir betreuen natürlich auch Leute, wir sind ein Forum, was im Grunde genommen regional arbeitet und den Einzugsbereich NRW hat. Wir kümmern uns da auch um Leute. Sprich, wir helfen auch vor Ort, also wenn sich jemand aus Düsseldorf meldet. Deswegen machen wir auch diese Veranstaltung jetzt hier in Düsseldorf erstmalig, um da auch wirklich Leute zu finden, die das gerne machen möchten, die sich aber vielleicht noch nicht dran trauen. Die werden wir aber dann auch dementsprechend betreuen. Also wer möchte, kann sich auch gleich noch am Infostand halt anmelden, kann sich auch im Forum anmelden und da auch nochmal Tipps und Tricks bekommen. Wir werden auch im Grunde genommen über das Forum die Leute im Prinzip weiterhin betreuen. So dass so ein Becken im Prinzip komplett aufgebaut werden kann. Wir werden die Leute auch durch die verschiedenen Einfachphasen etc. führen. Nein, es gibt von der Firma Aquamedic ganz neu noch ein neues Becken. Das haben wir leider nicht mehr bekommen können. Das nennt sich Caudermi. Und das ist das nächste größere System zu diesem hier. Nächst größere Systeme haben die natürlich auch. Ich gucke gerade, ob die das von Aquamedic mal stehen haben. Da vorne steht noch ein Aquamedic.
Das ist noch ein Percola 100. Was ist das Größere? Da gibt es natürlich noch Größere. Der Nano-Bereich, Nano ist immer schwer zu definieren, weil wenn ich die Gesamtmenge des Wassers auf dem Planeten rechne, was wir an Meerwasser haben, bin ich wahrscheinlich mit einem 2000-Liter-Becken immer noch in einem Nano-Bereich. Ja? Nano sagen wir einfach nur für die wirklich Kleinstsysteme jetzt, das ist einfach die Begriffe. Aber da jetzt genau zu definieren, was ist jetzt Nano und wo kommt das große Becken. Das ist jetzt ein großes Becken im Grunde genommen, wenn man es so sieht, ja, aber im Grunde genommen ist es noch ein Nano im Vergleich zum Meer. Das hier müsste, glaube ich, meines Erachtens 650 Liter sein. 600 oder 600? Ja, ich meine auch, das sind 650 Liter. Dann käme da noch Technikbecken noch dabei. So, gibt es denn sonst noch Fragen? Ich wollte nur noch kurz was dazu sagen, wenn man jetzt so gehört hat, okay, man kann in so einem Nano-Becken keine Fische reinsetzen, große oder nur bedingt kleine Lebewesen. Das Spannende an diesem Nano-Becken ist eigentlich, dass das Leben aus dem Lebendgestein rauskommt. Und ich denke, dazu solltest du vielleicht auch noch mal was sagen, dass man als Anfänger da sitzt und sich über jeden kleinen Seestern freut oder über irgendeinen Wurm, der da rauskommt, der eigentlich immer gespannt sein darf, was am nächsten Tag plötzlich im Becken rumkriegt, was man noch gar nicht kennt. Okay. Ja, also die Lena sprach es gerade an, das ist halt eben, das Lebendgestein ist im Grunde genommen eine Wundertüte, sagen wir immer dazu. Das heißt, es sieht jetzt einfach für uns jetzt erstmal aus wie Wolle Steine. Aber man soll gar nicht glauben, was aus diesen Steinen im Grunde genommen alles herauskommt. Das heißt, wir bringen uns ja schon Tiere aus dem Meer hier mit rein. Das sind in der Regel kleine Schlangenseesterne, Asterina-Seesterne, zum Teil sind hier auch Schnecken schon mit vorhanden, sowie auch, es sind Korallenpolypen aus manchen drauf. Und es ist halt eben ganz interessant, das Schöne ist natürlich, Lena wollte uns damit sagen, wir haben bei den kleinen Becken, da gucken wir viel genauer hin. Ja, weil wir sind im Prinzip von den Steinen her gesehen relativ nah an der Scheibe. Dadurch kann man das alles relativ gut beobachten. Wenn ich so ein riesengroßes Becken habe, da packe ich Steine rein, da sehe ich kleine Details nicht an. Ja, es ist natürlich immer eine ganz tolle Sache, wenn man das Gestein halt einfach nur mal drin hat und so zwei Wochen einfach, sich zwei Wochen lang damit beschäftigt, jeden Tag einfach mal das Gestein zu beobachten und zu schauen, was da alles rauskommt. Da gibt es natürlich die tollsten Tiere. Also wir haben auch heute bei der Lieferung, heute Morgen beim Auspacken, da hatten wir zum Beispiel Seeigel mit drin gehabt. Da waren also tatsächlich noch Seeigel mit drin. Ja, die uns jetzt rausgefallen wären, würden die jetzt irgendwann hier natürlich irgendwann rauslaufen und dann würden wir uns freuen, weil wir jetzt sehen wieder. Also da ist natürlich beim Lebendgestein alles drin. Weil ich sprach ja heute Morgen auch noch die Möglichkeit an, dass wir auch Totgestein nehmen können. Ich sag's mal so, weil derzeit in der Süßwasserszene des Aquas Gaming so gefragt ist, für Meerwasser gibt es das ja eigentlich nicht in der Form. Man kann natürlich mit Totgestein so eine Art Aquas Gaming machen. Das heißt, ich kann mir ein Becken zusammensetzen und zusammenstellen, wie ich es haben möchte. Ich könnte mir als Beispiel einen Riffaufbau machen, wo ich unten in der Mitte im Grunde genommen klein anfange und nach oben weit auseinandergehe, wie die natürlichen Riffe eigentlich wären. Ich würde jetzt nachher oben über eine Plattform wie die Korallen draufstellen und von unten würde ich vielleicht Korallen benutzen, die im Prinzip futtern, also Futter aufnehmen, kein Licht brauchen, weil hier haben wir auch einen Unterschied zwischen Lichtkorallen und einem Futterkorallen. Und da kann man natürlich eine ganze Menge mitmachen. Nur einsteigergerecht würde ich persönlich auf den Stein erstmal gehen, weil es wesentlich einfacher ist. Weil hier mit jedes Becken kriegen wir wesentlich schneller ans Laufen. Das bekommt man natürlich auch. Das heißt, es ist natürlich Natur. Muss ich ganz klar sagen. Ja. Also, da unterscheiden natürlich auch immer viele Leute. Also ich habe immer Lebendgestein genutzt. Ich hatte bisher eigentlich, sage ich mal, immer Glück gehabt. Natürlich habe ich auch mal einen Borstenwurm drin, ja, es gibt auch Feuerborstenwürmer und es gibt natürlich in der Meerwasseraquaristik auch Tiere, die relativ gefährlich sind. Ein Borstenwurm ist im Grunde genommen ein kleiner Wurm, der irgendwo wahrscheinlich im Lebendgestein sein könnte. Der frisst im Grunde genommen Detritus
Aas, alles was hier runterfällt, was er kriegen kann. Es gibt aber von diesen Würmern, da gibt es ganz viele verschiedene Arten von. Es gibt natürlich auch Arten, wenn Sie die mit der bloßen Hand anfassen, dann werden Sie eine Verbrennung erleiden. Das heißt, die haben Nesselgifte. Ja, das gleicht in etwa wie einer Brennnessel, nur dass das wahrscheinlich 2 Wochen anhält. Das ist dann nicht einen Tag weg. Ja. Natürlich kann man sich da was mit einfangen. Es kann natürlich auch möglich sein, dass ich als Beispiel mir eine Algenplage reinhole. Das kann auch passieren. Aber da kann sich keiner von freistellen. Ja, das heißt, die Steine werden im Grunde genommen geordert, die Händler bekommen die. Und es ist eine Wundertinte. Ja, ich kann Glück haben und habe da Korallen draufstehen. Es hat allerdings natürlich auch schon Leute gegeben, ganz klar, die jetzt gesagt haben, ich habe eine super Algenplage. Da gibt es auch Algen, die sich extrem stark vermehren, die man noch nicht mehr in den Griff bekommt. Wo ich auch zum Beispiel keine, wir haben ja immer die Möglichkeit, auch Fressfeinde einzusetzen. Das heißt, wir können im Grunde genommen hingehen, wenn ich irgendeine Alge habe, die ich nicht mehr wegbekomme, da gibt es vielleicht dann irgendeine Krabbe oder irgendeinen Fisch für, der dann genau explizit diese Alge wegfrisst. Aber es gibt auch Algen, muss ich Ihnen zustimmen, die man nicht mehr aus dem Weg bekommt. Da hilft dann in der Regel meistens den Stein halt rausnehmen, dementsprechend, wenn man das Glück hat. Oder man muss da auch gegebenenfalls noch erneuern. Das kann auch passieren. Ja, so, wir sind langsam auch am Ende angekommen, weil das nächste steht, glaube ich, schon wieder an. Waren ja sonst noch Fragen jetzt? Ja, dann darf ich mich recht herzlich für das Zuhören bedanken. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einige Tipps geben, Ihnen das mal kurz vorführen. Wie gesagt, wir haben hier vorne noch unseren Infostand. Da können Sie sich gerne auch nochmal extra Infos einholen, wenn Sie sich da wirklich für interessieren. Oder vielleicht so weg im Prinzip mal anstreben, sich da nochmal genauer zu informieren. Die Leute, wir haben auch Berater stehen, die Berater werden sich dann um Sie kümmern. Vielen Dank.